Andy Weiss kann sich selbst gut leiden. Doch das reicht ihm nicht. Zum Glück. Du hast niemanden lieber als dich hier gehabt. Hast nie dein Herz verschenkt. Hast immer dein eigenes Glück nur gejagt. Und jetzt wunderst du dich, warum niemand an dich denkt. Liebe kann man nicht nur nehmen. Liebe bläht sich nicht auf. Liebe muss sich nicht bequemen. Liebe kommt so heraus. Liebe sucht nicht das Ihre. Liebe braucht keinen Grund. Verlieb dich in die Liebe und lieb dich. Lieb dich gesund. Ich habe das ganz oft, dass Leute nach dem Konzert kamen und gesagt haben, Mensch, Herr Weiß, lieb dich gesund, das klingt doch egoistisch, das klingt nach Ellenbogengesellschaft, müssen wir alle uns noch mehr um uns selber drehen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube das nicht so. Und wenn das so viel hinterfragt wird oder so oft hinterfragt wird, dieses Thema, dann wird es mal Zeit, dann ein Programm drüber zu machen, weil dann ist es anscheinend wirklich ein Thema für die Menschen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass eine wirklich gesunde Selbstliebe gar nicht nur ein um sich selber drehen ist, sondern tatsächlich ein Herschenken ist. Aber bevor ich mich herschenke, muss ich erst mal wissen, wer ich bin, was ich kann, aber auch, was ich nicht. Wenn du auf der Stelle drehst, kann man nur. Um sich selbst lieben zu können, muss man zuerst lernen, die eigenen Schwächen zu akzeptieren. Davon ist Andy Weiss überzeugt. Komm, lass zu, dass was misslingt, mit dir deine Lieder singt und du mutig weitergehst, weil du lebst. Komm, lass zu, dass was misslingt, mit dir deine Lieder singt. Ich habe Sonnenseiten in meinem Leben, ich habe Schattenseiten in meinem Leben. Alles bin ich. Alles gehört zu mir, alles macht meine Person aus. Ich finde es auf dem Cover so schön gelungen, der Blick in den Spiegel. Und man sieht, mein Gesicht ist auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. Und der wohlwollende, der ernstnehmende Blick in den Spiegel rein, der mich ernst nimmt, weil er sagt, Mensch, das Helle und das Dunkle, beides bist du. Und dann tanzt du durch den Regen, bis die Sonne scheint. Wenn du nicht tanzt, dann regnet es doch auch. Andy Weiss begleitet als kirchlicher Diakon und Seelsorger Menschen in Krisen und Trauerphasen. Positives Denken allein reicht ihm dabei als Hilfe nicht aus. Dich zu bewegen, halt dich nur immer an mir fest. Glaub mir, der Wind wird sich widerlegen, wenn du den Regen durch dein Leben tanzen lässt. Ich glaube, es ist eine Einstellungssache, wie man mit Trauer umgeht. Und auf der einen Seite glaube ich wirklich, ist es wichtig, die Trauer anzuschauen, die da ist, und nicht einfach wegzuwischen, nicht wegzuverdrängen und zu sagen, ach komm, ist ja nicht so schlimm, sondern wirklich anzugucken, was macht mich gerade traurig. Und dann aber auch zu sagen, so ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und Karl Valentin hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, dann regnet es ja auch. Und ich glaube, das ist viel mehr als nur ein flapsiger Spruch oder viel mehr als nur ein oberflächliches Sprüchlein, sondern es ist, glaube ich, wirklich eine wichtige therapeutische Lebenseinstellung, wenn man sein Leben so sieht und sagt, Mensch, ich muss mich nicht immer um das drehen, was mich traurig macht oder was mich krank macht oder was mich an meine Grenzen bringt, sondern ich tanze jetzt mal durch das durch. Ich freue mich, auch wenn es vielleicht mal einen Regentag gibt. Auf ihrer Reise, bis der Wind die Spuren verweht. Ein Trauerverbot ist das aber nicht. Andy Weiss ist auch nicht immer gut drauf. Dann sucht er Sinnfunken im Leben, wie er es nennt. Die findet er oft in der Bibel, da wo Gott Menschen beisteht. Sie flüstert heute ganz leise. Ich liebe die Psalmen. Die Psalmen sind wunderschön, weil das sehr, sehr oft der Fall ist bei den Psalmen. Schreibt der Psalmdeuter, Mensch, hier geht's mir schlecht. Oder ich habe Schuld auf mich geladen. Oder ich habe das und das Problem. Und jetzt gucke ich zurück. Und in der Rückschau weiß ich, da hast du mir geholfen, da hast du mir geholfen, da hast du mir geholfen. Weil du mir da hinten geholfen hast, gucke ich auch mutig nach vorne. Weil ich glaube, wenn es da hinten so war, dass du mich nicht verlassen hast, dann wirst du mich in der Zukunft auch nicht verlassen. Das mag ich. Der bayerische Songpoet hat sich angewöhnt, das Leben kreativ zu gestalten. Er liebt es, Menschen kennenzulernen und ihre Geschichte zu hören. Für ihn ein Stück Lebenssinn. Nicht wir Menschen fragen Gott oder fragen das Leben nach dem Sinn des Lebens, sondern Gott befragt uns. Und wir Menschen sind die Antwort geben müssen. Und das ist nicht billig gemeint, sondern die Frage, wie geben wir Antwort? In der Art und Weise, wie wir unsere Zeit gestalten, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und auch eben in der Art und Weise, wie ich mit Krisen umgehe. Und die Frage, nehme ich diese Aufgabe an, auch diese Krise als Aufgabe an und kann deshalb dieses Leid aufrecht ertragen und mitgestalten und eben auch durch den Regen tanzen manchmal? Oder lasse ich mich einfach als Opfer abstempeln und sagen, da kann ich eh nichts dran ändern? An diesem Tag will ich dir sagen, schön, dass du geboren bist und wünsch dir, dass du deine Klagen an diesem Tag einmal
vergisst.